Aus dem Katechismus des heiligen Thomas von Aquin über Ehebruch und Unzucht. Ehebruch und Unzucht sind aus vielen Gründen verboten. Erstens, es tötet diese Sünde die Seele des Menschen, denn, Zitat, wer ein Ehebrecher ist, sagt die Heilige Schrift, stürzt durch die Armut des Herzens seine Seele ins Verderben. Es heißt, durch die Armut des Herzens, denn Armseligkeit ist es, wenn das Fleisch über den Geist herrscht. Zweitens, sie verwirkt das Leben, denn nach dem Gesetze soll der Ehebrecher des Todes sterben. Und wenn ein solcher oft auch nicht körperlich bestraft wird, so ist das nur zu seinem Verderben, indem die leibliche Strafe, wenn man sie geduldig erträgt, zur Vergebung der Sünden gereicht. Er wird dafür dann später im zukünftigen Leben bestraft. Drittens, sie ruiniert das Vermögen. Darum sagt auch der Heiland vom verschwenderischen Sohn, er habe durch sein ausschweifendes Leben sein Vermögen verschleudert. Und der weise Sirach sagt, Zitat, gib deine Seele nicht an Buhlerinnen hin, damit du nicht dich und dein Erbe zugrunde richtest. Viertens, sie entehrt die Nachkommen. Zitat, die Kinder der Ehebrecher, heißt es im Buch der Weisheit, werden vergehen und Nachkommenschaft aus gesetzwidrigem Beilager wird ausgerottet. Und wenn sie selbst langes Leben haben, werden sie doch für nichts geachtet und ehrlos wird ihr Alter sein. Zitat Ende. Mit Bezug hierauf sagt der Apostel, Zitat, sonst wären eure Kinder unrein, nun aber sind sie rein. Zitat Ende. Auch werden uneheliche Kinder nicht zu kirchlichen Würden zugelassen, wenn man Geistliche ohne diesen Flecken haben kann. Fünftens, es macht diese Sünde ehrlos, besonders die Frauen. Denn, Zitat, jede Frau, die eine Buhlerin ist, wird wie Straßenkot zertreten. Und vom ehebrecherischen Mann heißt es im Buch der Sprüche, Zitat, Schande und Schmach häuft er auf sich, und sein Schimpf erlischt nicht mehr. Darum sagt auch der heilige Gregorius, dass die Sünde des Fleisches zwar eine geringere Schuld, aber eine größere Schande nach sich zieht als die Sünden des Geistes, und zwar deswegen, weil sie uns mit den Tieren gemein machen. Zitat, so ein Mensch, sagt der Psalmist, wenn er in Ehre ist, erkennt er nicht. Er gleicht unvernünftigem Vieh und ist diesem ähnlich. Zitat Ende.